So, liebe Freunde, ist genau das eingetroffen. Das hätte soll nicht eintreffen. Da hat der Fall sein, es hat geregnet. Und es hat die ganze Nacht geregnet. Und es ist im Moment auch kein Blitzer am Himmel zu sehen. Es wird weiter regnen. Das heißt für mich erstmal eine Pause. Ich habe mal ganz schnell ein Überzelt gebaut, damit ich meine Sachen einigermaßen trocken stellen lassen kann. Denn in meinem kleinen Zelt ist natürlich nicht so viel Platz. Ich mache mir jetzt mal noch einen Tee mit meiner super Erfindung hier und warte mal noch ein paar Stunden. Und dann schauen wir mal, was wieder wird. Wenn es gar nicht aufhört zu regnen, dann werde ich wahrscheinlich abbrechen. Dann hat das Ganze wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Es ist alles batschnass dann. Aber das werde ich jetzt mal abwarten, wenn es soweit ist. Noch ist der Tag jung und früh. Okay, dann. Ja. Mit 4 Stunden Wartezeit regnet es immer noch wie Sau. Und jetzt muss ich entscheiden, was mache ich. Breche ich ab oder mache ich weiter? Ich versuche das jetzt alles ziemlich trocken in den Rucksack zu kriegen. Wenn mir das gelingt, mache ich weiter. Wenn die Sache nass, dass auch ich nass wäre, breche ich ab. Und dann war es nur eine kurze Tour, aber das muss man halt nur so hinlegen. So richtig Spaß macht man eigentlich jetzt auch schon immer. Mal sehen, was passiert. Okay. Abbruch oder weitermachen, das ist die Frage. Und die wird sich in der nächsten halben Stunde klären. Bis dann. Ja, guten Morgen, Freunde. Ich verlasse jetzt den Trekkingplatz von Imschbach. Die ganze Zeit konnte ich nicht filmen. Warum, erkläre ich euch gleich. Ja, wer es mitgekriegt hat, gestern Morgen gestern Nacht hat es angefangen zu regnen. Wie verrückt. Und ich bin ja dann ewig im Zelt liegen geblieben, weil ich gedacht habe, es wird besser. Aber dem war nicht so. Und so um 11:30 habe ich mich dann dazu entschieden, abzubauen. Und da es mir 15 Kilometer zum nächsten Trekkingplatz waren, habe ich gedacht, ich mache das. Ich habe also Poncho übergezogen, alles wasserdicht verstaut und bin los. Die 15 Kilometer, die waren schlimmer, wie wenn ich 30 laufe, bei so einem schönen Wetter wie heute wieder. Zu allem Elend war am Schluss dann auch noch offenes Feld, so dass der Wind so richtig reingepfiffen hat. Und wie kann es anders sein? Es ging nur noch bergauf. Es war Wahnsinn. Glücklicherweise bin ich dann an diesem Trekkingplatz irgendwann angekommen. Die Uhrzeit weiß ich gar nicht. Und
habe ja nicht gedacht, dass ich jemand antreffe bei dem Wetter, aber es waren schon welche da. Und später kamen auch nochmal welche. Und aus dem Grund habe ich nicht gefilmt. Der Trekkingplatz in Imschbach, da liegt in so einer Mulde drin, ja, in so einer Senke. Und da hat ganz schön der Wind gepfiffen heute Nacht. Es war auch kalt, aber also ich habe jetzt nicht gefroren, aber die anderen, die haben gesagt, sie hätten gefroren. Naja, auch bei der Jahreszeit muss man Schlafsäcke noch haben, die in die Minusgrade gehen, und zwar weiter wie nur minus 2 oder 3 Grad. Ja, ich bin jetzt dann heute Morgen gleich aufgebrochen. Wir haben jetzt 8 Uhr oder sowas. Und es ist wieder herrliches Wetter. Ich habe jetzt noch 7 Kilometer bis nach Winnweiler an den Bahnhof. Und ich zeige euch jetzt mal, was für eine schöne Aussicht ich gerade genießen kann. Als Entschädigung für gestern. Ist das nicht schön? So, ich muss jetzt diesen schönen Pfad hier hoch. Im Gegensatz zu gestern Abend, wo ich bald nicht mehr laufen wollte und mich regelrecht dazu gezwungen habe, Meter für Meter abzuarbeiten, bin ich heute wieder topfit. Nach einem reichhaltigen Frühstück, Tasse Tee und ein paar Mandeln, geht's weiter. Eine schöne Gegend hier. Diese Bäume hier. Wahnsinn. Okay. Da kam ich her. Und da muss ich hin. Perfekt. Einen besseren Anfang für den Morgentour kann man sich gar wünschen. Super. Wahnsinn. Das entschädigt wieder für alles. Ja, ich bin jetzt an der Kupferberghütte. Von hier aus hat man eine ganz klasse, gigantische Aussicht. Die ersten Blüten. Das ist eine geile Aussicht. Wahnsinn.
Kupferberghüse. Bei ihm. So, ich habe jetzt noch 6 Kilometer bis nach Windweiler. Dann noch so 7 sein bis an den Bahnhof. Schade, dass es gestern so geregnet hat. Das könnte bestimmt auch eine schöne Tour sein. Aber das will man machen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Okay, den da, den unteren müssen wir gehen. Wieder runter ins Tal. Alles Buchenbestand hier. Schön heraus. Ich glaube, hier komme ich noch mal her. Hier lässt sich bestimmt gut wandern, aber es wird wahrscheinlich auch ziemlich überlaufen sein. Mal schauen. Das ist eine Gegend hier. Im Spachbundersbergkreis, das wäre so eine Sache. Da gucke ich mal noch mal eine Route zusammenstellen. Eben ist mir hier ein Reh abgesprungen. Und mal wieder habe ich nur die Kamera zur Hand gehabt. Ja, ich bin hier am Elsenbrünnchen, so. Bergwerkzweige unterwegs. Erbaut 1912. Ich bin hier am Friedrichstollen. Man sieht er wahrscheinlich nicht mehr viel, jetzt mal gucken. Hier ist ja noch die Spuren der Nacht, es war hier auch sehr kalt. Ist nämlich alles gefroren hier. Hey. Da ist nicht mehr viel zu sehen. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. So, Friedrichstollen, mal gucken, ob man das für euch. Leserlich abbilden können. Hier sind so schöne Dinge, da lohnt es sich gar nicht, die Kamera wegzupacken. Oh, der geile Felsen hier. Ha? Also, müssen hier gegen die eine mehr drüber.
Man sieht ja nicht mehr viel. Mal gucken. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber hier ging es runter. Gucken auf der anderen Seite. Da ging der Stollen runter. Ja, man sieht es nicht. Also auf der Spät. Ja, ich bin hier jetzt auf dem Felser Höhenweg. Das ist auch ein Radikatswanderweg hier im Donnersbergkreis. Ich habe mir dann jetzt eher durch Zufall rausgesucht bzw. bin auf den getroffen, weil das der Weg ist von Windweile nach Imschbach auf den Trekkingplatz. Und so habe ich mir auch auf meinem GPS-Gerät einprogrammiert gehabt. Aber da wusste ich gar nicht, dass das der Höhenweg ist. Aber jetzt weiß ich's. Ja, ich bin jetzt hier diesen schönen Wanderweg runtergekommen. Ein herrlicher Buchenbestand hier. Buchenverjüngung. Und dieser Wanderweg geht direkt hier durch. Allerdings müssen wir heute Morgen noch höllisch aufpassen. Es ist unten drunter glatt wie eine Sau. Und da hat man sich ganz schnell auf die Nase gelegt. Und das ist das, was man hier nicht braucht. Ja. Die 3 Tage, die habe ich natürlich komplett aus dem Rucksack gelegt. Ich habe mal Sachen mitgenommen. Nudelgericht und was weiß ich gar nicht, was es war. Wasser habe ich auch mitgenommen gehabt. 2 Liter Sprudel und 1 Liter oder 1,5 Liter normales Kranwasser. Das habe ich dann gestern unterwegs an einem Weiher, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich muss mal gucken, vielleicht reinblenden, mein Trinkwasser aufgefüllt. Das war ein Restaurant, das war aber noch geschlossen, aber der Wirt war da und hat mir freundlicherweise mein Trinkwasservorrat wieder aufgefüllt, sodass ich mir für die Nacht keine Sorgen mehr machen musste. Das war nämlich eins meiner Hauptprobleme, wo kriege ich Trinkwasser her? Ich weiß oder wusste, dass an einem Trekkingplatz eine Quelle ist, die aber nicht genießbar ist. Der Schlamm durch. Weil dort irgendjemand Autoreifen hingeschmissen hat. Oder eine alte Autobatterie. Warum man sowas macht, ist mir halt auch unbegreiflich. Gott sei Dank, jetzt war es weg. Okay. Und so habe ich halt komplett komplett von dem Rucksack gelebt. Und das werde ich auch in Zukunft behalten. Ich habe auch die Tour so gelegt gehabt, dass ich keine Ortschaften durchwandern musste. Bin immer schön außen rum gegangen. Manchmal zwar ein weiterer Weg, aber mir gefällt es so besser. Ich muss mal hier gerade gucken, ob ich richtig bin. Ja, okay. Ich komme hier wieder an ein schönes Flickchen Erde. Anders mal.
Eine tolle Waldwiese. Für das, wo ich gestern nicht filmen konnte, mache ich heute halt ein paar Bilder mehr, ne? Ihr sollt ja auch was davon haben. Ich bin hier im Falkensteintal. Und schlafe mich jetzt weiter nach Winnweiler durch. Ich glaube, der Frühling kommt. So fühlt sich's gerade wieder an. Es ist wieder ein herrlicher Morgen. So, ich habe noch 1,5 Kilometer bis zum Endziel. Tja, wie gesagt, schöne Tour. Erste Etappe 22 Kilometer, zweite Etappe 17 Kilometer oder 16 und die da glaube ich 7.